Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mal ein Video zwischendurch, denn ich war ein bisschen shoppen. Ich war im Woolworths, ich war im Kick, im Sustrene Grene und ich war auf dem Flohmarkt. Und die Sachen vom Flohmarkt, oh, ich liebe sie, sie sind so genial. Aber ich würde sagen, ich fange mal an mit Woolworths. Da habe ich mir als erstes so einen Bilderrahmen, das ist das richtige Wort, mitgenommen. Und der hat so eine schöne Tiefe und daraus werde ich, denke ich, ein Weihnachtsprojekt machen. Ich weiß, ihr könnt es nicht hören, aber wenn ich schon einmal unterwegs bin, dann ja, gucke ich dafür natürlich auch gleich. Und den finde ich echt cool, schön massiv. Und eben in dieser Holzoptik. Und dann, ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, ob es bei der Schnäppchenjägerin war, gesehen oder sie hatte gesagt, dass Woolworths auch immer mal wieder ganz coole Sachen reduziert hat. Und ich war Ewigkeiten nicht mehr im Woolworths. Und ich muss sagen, ich finde, der Laden hat sich ganz schön gemacht. Also in dem Laden, in dem ich jetzt war, der war echt gut eingerichtet und ausgestattet. Und im Sale habe ich dieses hier bekommen. Und das habe ich gleich zweimal mitgenommen. Da habe ich schon was mit vor, mit dem zweiten Set. Und die hatten schon mal so diese Sprüche wie von Viva Decor. Da habe ich mir schon mal ein Set geholt. Aber ich fand diese geschwungene Schrift, die Schreibschrift, so schön, dass ich gedacht habe, das muss ich mitnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr schön und gefällt mir total gut. Und es sind einfach auch ja alle Themen oder viele wichtige Themen dabei. Also wenn ihr noch Sprüche sucht, müsst ihr mal schauen. Vielleicht findet ihr im Woolworths was. Ich habe da auch ältere Stempelsets. Es gab doch mal diese mit den süßen Hunden und mit diesen Häschen. Damit habe ich auch schon mal ein Projekt gemacht. Beim Action. Und die haben jetzt, oder die gibt es jetzt auch beim Woolworths, allerdings für 1,49. Aber wenn ihr vielleicht kein Action habt, wäre das ja eine Option für euch. Das war es schon vom Woolworths. Dann war ich im Kick, da habe ich aber nur ein Teil mitgenommen. Ich habe eigentlich nach den Papierblumen gesucht, die so viele jetzt reduziert gekauft haben, habe ich in beiden Filialen nicht gefunden, wo ich war. Dafür habe ich hier das mitgenommen und das ist, ich mache es mal vorsichtig auf, das ist Spiegelkarton und zwar in Kupfer, in Silber und in Gold. Und auch da, es tut mir leid, ich musste an Weihnachten denken. Ich weiß, dass der Action das zurzeit hat. Auch nochmal mit Glitzer, glaube ich. Ich komme aber erst in ein paar Wochen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe, wieder zum Action. Und da habe ich mir das einfach zur Vorsicht mitgenommen, falls es das dann im Action nicht mehr gibt. Und wenn doch, werde ich da mal gucken. Das wird auf jeden Fall zur Weihnachtszeit viel verbastelt werden. Ja, dann war ich beim Sustrene Grene. Und da habe ich ein paar tolle Sachen gefunden. Erst einmal habe ich mir die Pipetten besorgt, die es letztes Mal nicht gab. Ja, für Aquarelltechniken und so weiter. Das sind sogar verschiedene Größen, was ich ganz cool finde. Und wie gesagt, die werde ich für meine Aquarellhintergründe brauchen. Die haben gekostet 1,98. Dann habe ich hier dieses Band mitgenommen. Und wenn ihr da mal genau hinschaut, da sind so, ja, so Punkte mit eingearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das Gold oder Schwarz ist. Auf jeden Fall fand ich das total cool, so um Schleifen zu binden. Und da sind 50 Meter drauf für 1,14 €. Fand ich ja total cool. Oder auch zum Geschenke verpacken. 100% Baumwolle. Und dann, was ich noch besser fand, war dieses hier. Das ist so Juteband und ich packe das mal eben aus. Woran ich da denken musste, ist so ein bisschen das Leinenband vom,
von Stampin' Up. Das ist nicht so faserig wie dieses hier. Ich suche gerade mal, ob ich einen Anfang finde. Ah, hier. Oder auch nicht. Ah, doch. Das ist auch anscheinend ein bisschen breiter und ein bisschen faseriger, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich finde es relativ teuer. Und ich habe gedacht, warum nicht mal das probieren? Und auch das ist sicherlich cool für Weihnachten. Und bei 100 Meter, da kommt man sehr lange mit aus. Was mich dann am meisten überrascht hat beim Susträne-Kräne, waren diese Stifte. Das sind nämlich Alkoholmarker. Es steht nicht explizit drauf, aber ich habe mal dran gerochen. Sie riechen wie die Alkoholmarker. Und da habe ich mir jetzt einfach mal vier Farben mitgenommen, die ich noch nicht so habe. Es gibt auch noch so Türkistöne, Rottöne, Pinktöne, Schwarz und Grau. Aber da habe ich, oder die Farben habe ich so ähnlich. Und gerade die beiden Grüntöne fand ich mal was ganz anderes. Habe sie auch alle getestet, sie funktionieren und die werdet ihr sicherlich bald beim Kolorieren sehen. Da hat jetzt ein Stift 1,53 € gekostet. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Errungenschaften vom Flohmarkt. Und das ist diese Tüte hier. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, bei Fairy Mana, bei Maike im Stream gesehen, dass sie so alte Spitze und sowas gekauft hat auf dem Flohmarkt. Und ich glaube, Katrin war es auch von Nebelglück, ich weiß es gar nicht mehr. Und da heute hier Flohmarkt war, habe ich gedacht, muss ich doch mal gucken. Und ich hätte mich wirklich tot kaufen können. Es gab so viel. Und ich zeige euch mal. Ich habe mir auch extra nochmal aufgeschrieben, was ich für was bezahlt habe, damit ihr Bescheid wisst. Als erstes habe ich hier liegen dieses hier. Und wenn ihr mal guckt, die ist teilweise schon ziemlich vergilbt. Das sind so 2,50 Meter. Ich habe extra mal grob nachgemessen. Gerade hier seht ihr es, ja, die schon ausgeblichen ist. Und die Frau wollte eigentlich 2 € haben. Und da habe ich gesagt, naja, das ist ja schon ziemlich angegangen und so. Machen wir 1,50 €. Ja. Die muss ja nicht wissen, dass wir das genauso für unsere Vintage-Projekte haben wollen. Ne? Das heißt, den Rest muss ich dann ein bisschen einfärben. Aber hier könnt ihr mal das Motiv sehen. Und ja, die nächsten Vintage-Projekte werden kommen. Auf jeden Fall mit dem, was ich hier so gefunden habe. Das war das, was ich als letztes tatsächlich gekauft habe. An einem zweiten Stand habe ich diese hier gefunden. Das sind jetzt ungefähr 2 Meter und dafür habe ich 2 € bezahlt. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich dieses hier bekommen. Das war jetzt ein bisschen teurer. Da habe ich jetzt 6 € bezahlt und das sind so 7 Meter. Allerdings habe ich da auch noch was geschenkt bekommen. Und das finde ich auch total cool. Und das muss nicht mal für ein Vintage-Projekt sein. Das geht auch gut auf Karten. Und dann habe ich dazu noch bekommen dieses hier. Und das ist so 1 Meter. Also habe ich insgesamt für 10 Meter 8 € bezahlt, was ich jetzt okay finde. Die Leute haben das ja auch früher mal gekauft. Und wenn man jetzt mal so in ein Idee oder Depot geht, da war ich nämlich heute auch einfach mal gucken und so nach so älteren Bordüren schaut, dann bezahlt man da auch schnell 5, 6 € für 2, 3 Meter. Von daher war das völlig okay. Und ich sag mal, gerade mit dem hier, da komme ich ja Ewigkeiten aus, beziehungsweise wird da sicherlich auch was in Tauschpakete gehen. An einem dritten Stand, da war ich dann sonst, nachdem ich die zwei teuersten Sachen gekauft habe, habe ich das hier gefunden und da habe ich schon so gedacht, naja, da würde jetzt bestimmt auch so 6 € für haben und das wollte ich nicht ausgeben. Und dann kam sie zu mir und meinte, ja, für jedes
was da lag. Und das war hier das mit der deutlich, also das größte und längste, für jedes 2 Euro. Und da habe ich gedacht, naja, für 2 Euro kann ich da ja nicht viel falsch machen. So, dann könnt ihr einmal das Motiv sehen. Und ich finde, das hier kann man zum Beispiel auch gut zerschneiden, dass man entweder nur diese Borte nimmt oder nur die Mitte oder eben alles zusammen. Und das sind 6 Meter, also da komm ich auch lange mit aus. Ich habe ja auch noch diese auf alt gemachten Borten, die es halt so beim Action und so gibt. Also das wird Vintage pur. Und als erstes war ich an einem Stand. Und da müsst ihr mir jetzt gleich mal ein bisschen helfen, weil ich habe so von Stricken, Häkeln, Klöppeln überhaupt keine Ahnung. Und die Frau meinte, hier wären gehäkelte Sachen und geklöppelte Sachen oder so dabei. Wenn ihr euch da auskennt, schreibt mir bitte in die Kommentare, was das ist. Und das war nämlich die Tüte, das war da drinne. Und für die wollte sie eigentlich erst 15 Euro haben. Das umfasst hier diesen Stapel. Und da ich gerade erst angefangen hatte zu gucken, war mir das zu viel. Und dann hatte ich nur 2 Sachen rausgenommen, die mich interessiert haben. Dafür wollte sie dann aber schon 5 Euro haben. Und dann meinte sie, naja, dann machen wir für die ganze Tüte Euro 10, machen wir für die ganze Tüte 10 Euro. Und dann habe ich sie genommen. Und ich zeige euch mal, was hier so drin ist. Einmal hier so ein kleines. Und das kann ich mir, muss ich sagen, sehr gut auf einem Cover vorstellen. Das hat ja auch so ein bisschen diese Schlossform. Also da kann man sicherlich was Cooles draus machen. Dann eins meiner Favoriten ist dieses hier, weil das kann ich mir total gut vorstellen, das auseinanderzuschneiden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut, aber hier so gerade so diese einzelnen Stücke mit den Blüten ist schon, gefällt mir sehr gut. Dann, das ist jetzt ein bisschen größer, das wird wahrscheinlich nicht reinpassen. Ja, ich werde sicherlich auch noch mal Fotos auf Instagram posten. Das ist deutlich größer wie die Kamera. Und da muss ich mal gucken, vielleicht kann man da auch sowas wie so ein Fischernetz oder sowas mit imitieren, wenn man das noch färbt. Muss ich mal schauen. Dann, weil die braunen, die jetzt kommen, die haben mich jetzt nicht so interessiert, aber ich glaube, ich werde die einfach irgendwie versuchen einzufärben. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen oder Teile rauszuschneiden. Auch das ist irgendwie, war das, was geklöppelt sein soll? Ich glaube, wie gesagt, ich habe da so wenig Ahnung von. Ich habe nur gesehen, oh, Borten, da muss ich hin. Auf jeden Fall, ja. Um ein Cover einzuschlagen oder so, sicherlich auch eine coole Sache. Dann haben wir hier wieder diese klassischen Runden. Auch die Blüte finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, was daraus alles wird. Ich habe nur gesehen, Borten, Borten, Borten. Und wie gesagt, es gab noch einige mehr. Viele haben auch gesagt, das sei Plauener Spitze, was sie da verkaufen. Das habe ich dann nicht gekauft, weil die ist relativ teuer und dafür, dass ich das dann verbastle. Das finde ich auch sehr cool. Und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an ein Spinnennetz hier in der Mitte. Vielleicht kann man da auch was Halloween-mäßiges draus machen, wo ich ja nun so gar kein Halloween-Mensch bin. Aber ja, mal schauen. Dann haben wir noch hier in Glitzer. Diese auch sehr niedlich und zu guter Letzt noch mal so eine mit Blüte. Und wie gesagt, das müsste man hier irgendwie auch so wieder in Form ziehen. Aber wir sind ja, ne, bei Vintage, da muss das so aussehen. Das darf man den Verkäufern natürlich nicht sagen, dass man genau das sucht. Aber ja, wie gesagt, und für den Stapel habe ich dann 10 Euro bezahlt. Das war mein ganzer Einkauf. Ihr seht hier nochmal schön die ganze Spitze. Wie gesagt, ich mache euch noch Fotos auf Instagram, damit man gerade die größeren Sachen doch noch besser sieht. Das war der ganze Haufen, für den ich dann so 20 Euro ungefähr bezahlt habe. Ja, ein bisschen mehr, aber um die 20 Euro. Was finde ich okay ist, weil wie gesagt, Teile sind ja hiervon auch handgemacht und dann ist das völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wenn alles klappt, seht ihr das hier noch Samstag. Wir sehen uns
Dann morgen zum Kartentutorial wieder. Ich habe eine total coole Technik, beziehungsweise gleich zwei Techniken in einem Video. Und ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir kurz vor den 1000. Ich drehe völlig durch, sage ich euch. Ja, ihr macht mich fertig jedes Mal, wenn ich auf den Laptop gucke. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr immer fleißig schreibt. Denkt dran, bis nächsten Freitag geht noch mein Gewinnspiel. Macht alle fleißig mit. Ich habe schon einige Beiträge, aber ich freue mich, wenn auch du mitmachst. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Also bis dahin, tschüss.